Wir kommen zu dir, himmlischer Vater, im Namen Jesu Christi, mit dankbarem Herzen. Herzlichen Dank für dieses wunderbare Land, das du uns überlassen hast. Wir anerkennen, dass wir eine gesegnete Nation sind, mit einer reichhaltigen Geschichte des Glaubens und der Rechtschaffenheit. Unsere Zukunft ist eine vielversprechende. Wir anerkennen, dass jede Gabe von dir kommt und dass die Vereinigten Staaten von Amerika deine Gabe sind. Wir bekennen unsere Dankbarkeit. Als Nation beten wir für unseren Präsidenten Donald J. Trump, für unseren Vizepräsidenten Michael Richard Pence und ihre Familien. Bitte sorge dafür, dass unser Präsident weise an der Spitze dieser Nation steht. Wir wollen geeinstehen, wir wollen dafür stehen, was gottesfürchtig ist. Du hast uns angewiesen, dass das Herz unserer Führer in unseren Händen liegt. Allmächtiger Gott, durch unseren Präsidenten zeige uns bitte, dass dein Wille sich durchsetzen möge. Wir wollen auf Gerechtigkeit und auf Rechtschaffenheit abzielen. Und wir wollen natürlich auch Barmherzigkeit an den Tag legen. Es wird viele Herausforderungen geben. Und jeder Generation hast du die Stärke gegeben, hast du die Macht gegeben, diese gesegnete Nation zu werden. Bitte leite uns voller Zuversicht und gib uns die Stärke, damit wir blühen und gedeihen können. Heile unsere Wunden und sorge dafür, dass dein Königreich komme. Deine Gunst soll dieser einen Nation obliegen. Die Vereinigten Staaten von Amerika sollten ein Leuchtfeuer der Hoffnung für alle Völker sein, für alle Völker Gottes, eine echte Hoffnung für die Menschheit. Wir wollen den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist lobpreisen im Namen Jesu Christi. Amen.